So, damit herzlich willkommen zum frischen Video-Modul der Preistheorie. Schön, dass ihr dabei seid. Wir setzen unsere Reise im Zuge der Produktdifferenzierung fort mit dem Celeb-Ansatz. Dazu haben wir folgende Aufgabenstellung. Es seien fünf Unternehmen mit identischer Kostenstruktur K von X im Markt. Die Haushalte sind gleichmäßig in einem Kreis der Länge 30 Kilometer verteilt und fragen jeweils eine Einheit des Gutes nach. Die Unternehmen sind gleichmäßig am Kreis verteilt und die Transportkosten für den Wert des Gutes betragen T gleich eine Einheit. Gesucht der Grenznachfrage, Gleichgewicht und Gewinn. Die Skizze spare ich mir heute mal. Wir legen direkt mit dem Grenznachfrager los. Und zwar Paket 1, Grenznachfrager, Grenznachfrager. Ja, relativ easy. Wir setzen die Preise gleich und zwar einmal Preis des jeweiligen Unternehmens, welches wir uns anschauen. In der Regel das erste Unternehmen, also P1, gleichgesetzt mit den Preisen der anderen Unternehmen. Wir können hier über die Symmetrieannahme gehen, denn alle Unternehmen haben die identische Kostenstruktur im Markt und zwar 4x plus 1 P1 gleich P und P spricht dann für die anderen Unternehmen, für die konkurrierenden Unternehmen und zwar die vier anderen. So, dann haben wir Transportkosten und zwar in Höhe von einer Einheit und dann hier den Grenznachfrager Z und hier sieht das wie folgt aus und zwar plus dann 1 Klammer auf und jetzt müssen wir einmal hinschreiben mit und zwar wir haben eine Länge im Kreis und wir haben eine Anzahl an Unternehmen. Länge im Kreis haben wir 30 und Anzahl an Unternehmen haben wir hier 5. Also haben wir 6 Kilometer zwischen den Unternehmen. Das sind die Abstände zwischen den Unternehmen. Nur wir müssen jetzt hier im Kreis einmal nach links auf den Grenznachfrager blicken und einmal nach rechts auf den Grenznachfrager blicken. Im Vergleich zum Hotelling-Ansatz, dort haben wir eine Strecke, sprich zwischen zwei Unternehmen und in der Mitte irgendwo ist dann unser Grenznachfrager. So, ja, also 6 Kilometer, das heißt, wir haben hier 6 minus z und dann können wir das hier einmal ausformen und zwar p plus 6 minus z. Wir packen das z einmal auf die linke Seite, denn Grenznachfrage in Abhängigkeit der Preise der Anbieter. Und dann eben den Preis einmal P1 auf die rechte Seite. Dann haben wir hier 2z und dann eben auf der rechten Seite P plus 6 minus P1. So, das Ganze einmal durch 2 dividieren. Dann kann man das wie folgt hinschreiben und zwar Variante 1, z gleich 1/2, Klammer auf, dann P plus 6 minus P1 oder die Schreibweise, die ich präferiere, wäre dann eben, dass wir die Klammer hier wieder auflösen. Wer hätte es gedacht? Und zwar 1/2 P plus 3 minus 1/2 P1. Das ist nämlich das Paket, was wir für die Gewinnfunktion dann einsetzen werden. Ja, und jetzt geht es um das Gleichgewicht, was wir bestimmen wollen. Den Grenznachfrager haben wir. Kennen wir schon aus den anderen Videos, schaut euch die gerne in der Playlist der Preistheorie dazu an. So, und zwar Gewinn, ich schreibe es erstmal allgemein hin. Wenn wir den Gewinn für Unternehmen 1 bestimmen, haben wir einen Preis von Unternehmen 1, wir haben Grenzkosten für das Unternehmen 1. So, Grenzkosten, dann das Ganze multipliziert mit zweimal den Grenznachfrager und dann, wenn ihr noch fixe Kosten habt, das ist hier der Fall, dann einmal minus Kf. Und Fixkosten haben wir hier und zwar in Höhe von 1, variable Kosten 4. Das wären dann Stückkosten von 4 und dementsprechend, wenn wir es ableiten, dann Grenzkostenhöhe von 4 Einheiten. Schreiben wir es aber kurz hin und zwar haben wir dann hier P1 abzüglich der Grenzkosten. Ich schreibe das hier auch nochmal hin, wenn, dann machen wir es schon sauber und zwar mit Grenzkosten von 4. Und dann haben wir eben jetzt hier die 4 multipliziert eben mit 2 mal dann einmal das Paket hier. 1/2 P plus 3 minus 1/2 P1, Klammer zu und dann die fixen Kosten noch abziehen und zwar 1. So, ja, dann einmal das hier nochmal auflösen. Ich mache das hier einmal, dann haben wir nämlich hier, ja, erste Klammer ändert sich nichts, P1 minus 4. Dann multipliziert und zwar mit P plus 6 minus P1, dann hier minus 1, die Fixkosten verschwinden eh beim Ableiten, ist dann nur entscheidend, wenn wir hier Gewinne bestimmen wollen. Ja, dann haben wir Produktregel und zwar U und hier V. Wer es vielleicht gesehen hat, sieht, dass wir hätten theoretisch, wir haben ja hier schon unser 2z
mit P plus 6 minus P1. Das ist noch reiner Zufall, da kann noch 8z stehen, da müssen wir es eh nochmal umformen. Ja, trotzdem würde ich mir eine Schreibweise angewöhnen und das habe ich jetzt getan. Das dauert vielleicht ein paar Sekunden länger, da bin ich aber auf der sicheren Seite. Ja, wir leiten ab und zwar schnappen wir uns die Gewinnfunktion des ersten Unternehmens, leiten nach P1 ab. Dann haben wir hier U abgeleitet 1, dann multipliziert mit P plus 6 minus P1. Das ist jetzt einmal nur die Produktregel hier. Und ja, dann einmal hier minus 1 multipliziert dann eben mit dem Klammer zu P1 minus 4. Ihr könnt das auch umdrehen, wird keine Rolle spielen. Dann haben wir hier einmal aufgelöst P plus 6 minus P1 minus P1 plus 4. Achtet auf die Vorzeichen. Wir können das und das einmal zusammenfassen, das und das. Dann hätten wir hier einmal P minus 2 P1 plus 10. Das Ganze dann 0 setzen. Ihr kennt das Spielchen. Dann haben wir hier einmal 2 P1 gleich dann ja P plus 10 und das Ganze durch 2 dividieren. Dann haben wir hier P1 in Abhängigkeit zu P gleich 1/2 P plus 5 und dann eben durch die Symmetrieannahme, das solltet ihr dann auch nochmal hinschreiben, haben wir die zweite Reaktionsfunktion und zwar 1/2 P1 plus 5. So, ich schreibe das hier nochmal hin. Symmetrisch. Punkt. Aufgrund der identischen Kostenstruktur im Markt und zwar 4x plus 1. Ja, dann geht es hier direkt weiter. Ich mache hier oben mal weiter und zwar setzen wir dann P in P1 ein oder umgekehrt. Dann haben wir hier P1 gleich 1/2 eingesetzt, dann 1/2 P1 plus 5 plus 5 und dann hätten wir hier P1 1/2 sind 1/4 P1, dann 1/2 mal 5 sind 2,5 plus 5 sind 7,5 und das Ganze dann minus 1/4 P1 und dann haben wir 3/4 auf der linken Seite, das heißt durch 3/4 dividieren. Ja, und dann haben wir hier P1, unseren Gleichgewichtspreis, kurzer Taschenrechner nachfragen, 7,5 durch 0,75, ja, wer das gedacht, sind 10, hätte man im Kopf machen können, so sind dann auch P Sternchen, das sind unsere Gleichgewichtspreise und alle Unternehmen verlangen hier den identischen Preis dann aufgrund der Symmetrieannahme. Sowas steht auch häufig in der Aufgabe drin, dass alle Unternehmen den identischen Preis verlangen, so vereinfacht man sich das Zellit-Modell. Man könnte natürlich sagen, wir haben unterschiedliche Kostenfunktionen, Kostenstrukturen, wir haben unterschiedliche Entfernungen zwischen den Unternehmen. Man kann ja sicher noch weiter in der Tiefe im Modell ein bisschen rumstochern, aber das machen wir hier nicht. Die Grundzüge sollen einfach nur verstanden werden. So, das sind dann hier unsere Preise. Gleichgewichtspreis oder Preise sind ja identisch, so, Punkt. Ja, dann die Gewinne und zwar Punkt 3, der Gewinn, das ist jetzt einfach nur einsetzen, sprich hier dann den Preis von 10 einsetzen. Wo haben wir unsere Gewinnfunktion? Gucken wir nochmal kurz, die haben wir ja aufgestellt, hier haben wir sie, da. Also ich schreibe jetzt die Berechnung nicht nochmal hin, das wären dann einmal 10 minus 4 sind dann 6, multipliziert mit 10 plus 6 sind 16, wieder minus 10 sind 6 mal 6 und dann minus 1 haben wir einen Gewinn je Unternehmen von 35, also hier Sternchen. Wir hätten einen Gesamtgewinn, das wäre vielleicht noch interessant, von 5 mal die 35 sind dann jetzt habe ich hier 5 mal 35, müssen 175 sein. Ja, in der Tat, 175 wäre vielleicht noch interessant. So, ja, das soll es schon gewesen sein. Was man jetzt noch machen kann, der nächste Schritt wäre, dass man vielleicht mal schaut, wie viele Anbieter würden sich langfristig in diesem Markt blicken lassen. Also für wie viele Anbieter würde es sich lohnen,
in dieser Struktur sich zu befinden. Das werden wir aber hier nicht im Zuge der Preistheorie behandelt. Ich weiß, dass ich da eine Übungsaufgabe irgendwo im Skript oder so drinne stehen habe in den Vorlesungsunterlagen, aber ich lasse das weg. Was soll jetzt hier zum Celeb-Modell auch alles gewesen sein? Wir haben ein paar Aufgaben gerechnet, Celeb, dann Hotelling-Modell, allgemeine Produktdifferenzierung uns angeschaut, den Grenznachfrager bilden, ganz wichtig, die Gewinnfunktion aufstellen, die Reaktionsfunktionen bilden, am Ende vielleicht noch einen Gewinn bestimmen und das war es im Prinzip schon. Da hat man das in den Grundzügen verstanden, heute mal ohne Skizze. Ich würde euch trotzdem empfehlen, in der Klausur immer eine Skizze anzufertigen, alleine für das Verständnis, auch wenn die Aufgabe so einfach wie sonst was erscheint, macht euch trotzdem eine Skizze, vor allem in der Klausur. So, bis zum nächsten Mal und ciao.